Das Album heißt Flames of Fame und ist eines ihrer höchst erfolgreichen Produkte. Ihre Musik macht einfach immer gute Stimmung. Sie werden auch heute am Schluss der Sendung mit Ruskaya zusammen performen. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. The Boss Hoss! Bitte Platz zu nehmen, meine Herren. Vielen Dank. Boss Hoss, Alec und Sascha. Im Vorfeld dieser Sendung. Oh ja. Im Vorfeld dieser Sendung habe ich von so vielen Leuten gehört, dass ihr total beliebt seid. Das habe ich jetzt auch gerade gemerkt, weil das ist nicht so oft, wenn Deutsche hier erscheinen, das weiß ich bei selber. Bei dir vor allem nicht, wenn du rauskommst. Dass so geklatscht wird. wie erklärt ihr euch diesen wahnsinnigen Zulauf von Emotionen zu euch? Ist das erst dann durch diese Sendung gekommen oder war das immer schon so? Oder? Nee, wir haben schon immer einen super Draht zu Österreich. Ne? Wirklich? Wir kommen seit 10 Jahren hierher, spielen seit 10 Jahren Konzerte. Wir haben auch schon überlegt, ob wir herziehen. Wirklich? Weil? Wäre es eine Option? Ja, zumindest so einen zweiten Wohnsitz. Ne? Ja. Ja. Bei dir hat es ja auch geklappt. Ja, bei mir hat es auch geklappt, aber ich musste fast 30 Jahre dafür kämpfen. Bei euch reicht es irgendwie 2-3 Mal in einer Jury zu sitzen. Ja, ne? Und die Leute lieben das. 3 Mal haben wir es gemacht. Ja. Aber kann man sagen, dass... Kommst du zurecht? Christmann trinkt zum ersten Mal in seinem Leben... Ich trinke zum ersten Mal Alkohol in Alkohol, deinem Leben. Alkohol, ja, weiß nicht. Das ist nicht so einfach. Ja. Aber schmeckt sehr gut. Das ist das Boss Hoss Bier. Aber merkst du schon, das geht aber ordentlich rein. Boah, das ist echt was. Na, ich bin das echt nicht gewohnt. Ich trinke nicht so viel wie ihr. Vielen Dank. Aber darf ich euch... Aber da hat er jetzt schon von getrunken. Das ist... ihr habt ja ein großes Merchandising-Programm und das Bier gehört dazu. Dazu wahrscheinlich auch T-Shirts und den... Ja, jetzt gar nicht mal zum Merchandising, oder? Oh, entschuldige. Hast du schon mal ein Bier geöffnet? Ja, wie soll man es denn sonst öffnen? Naja, danke. Aber es ist, das war immer so eine... Schmeckt gut. Ja, war immer eine Idee von uns und wir finden es eigentlich ganz gut. Immer, wir haben jetzt immer Freibier seitdem, das ist doch super. Wo ist jetzt meins? Ja, es gibt auch Babykleidung, oder? Wo ist meins? Gibt es nicht Babykleidung, Hossboss Babykleidung? Wir haben so Strampelanzüge. Ja, ja. Strampelanzüge? Habt ihr einen mit für Grisselmann? Wo ist mein Bier? Hast du dich bekleckert oder was? Ich habe doch 4 Bier geöffnet, sind da 3? Nee. Ach, das hast du ihm gegeben? Ach so. Guck mal, das sind Sixpacks, sind doch 3 drin. Stimmt, ja. Vorher wurde uns gesagt, wir müssen den Technikern auch Bier geben. Ja, sollen wir den Leuten... Nur mal ganz kurz auf eure Geschichte zu kommen. Ihr wart doch schon, bevor ihr bei Voice of Germany angetreten seid, wart ihr doch schon berühmt. Kriegt ihr das auf? Ja, berühmt. Also Voice of Germany hat uns sehr geholfen. Hat irgendwie verdoppelt. Aber wir waren natürlich, uns gibt es seit 10 Jahren. Und seit 2,5 Jahren machen wir Voice. Ja. Und das hat uns sehr geholfen natürlich. Aber wir waren schon vorher am Start. Warum hört man auf? Weil es doch zu viel Zeit in Anspruch genommen hat? Ja, weil es jetzt 3 Staffeln war und es war echt intensive, harte Arbeit. Und wir haben jetzt gedacht, das reicht jetzt auch mal. Ne? Ja. Ja. Das heißt, der Boss Hoss werden jetzt auf ausgedehnter Tournee zu erleben sein? Wir gehen jetzt auf Welttournee. Ja. Aber ihr spielt ja wirklich auch in Amerika und Kanada. Wie ist das dort? Ist das für die dann so, wenn so Deutsche als Cowboys verkleidet kommen, so wie bei uns Japaner in Lederhosen? Die Sauerkraut-Cowboys. Ja? Die Kanadier hatten so Sauerkraut-Cowboys. Und was? Holy Scheiße. Holy Scheiße in den USA oder Sturm und Twang. Ja. Solche Überschriften kriegt man dann. Aber hatte Boss Hoss eigentlich, war das auch so ein ironischer Act am Anfang, aus dem sich was Ernsthaftes ergeben hat? Ja. Also, ja? Ja, also es war ein Job, wir haben es nicht so ernst genommen. Also die Musik, es hat großartigen Spaß gemacht, den Spaß haben wir sehr ernst genommen. Ja. Aber wir haben nicht gedacht, dass da so was Großes daraus entsteht, ne, vor 10 Jahren. Man vermittelt natürlich mit dieser Art von Musik auch so die große Freiheit, Bier, Groupies. Ihr seid aber beide jetzt Familienväter, ja? Ja, nicht seit jetzt, sondern schon länger. Schon länger, ja. Aber gibt es dann trotzdem eine Phase des Auslebens auch auf Tour? Selbstverständlich. Naja. Halt ja, innerhalb der Band nur noch, ne? Ja, na klar. Ja, klar. Im Tourbus, wenn die Türen zugehen. Das ist bei uns wie bei dir, was hast du vorhin gesagt, ist dir inzwischen im Alter auch egal, ne? Ja, ja, Sex ist mir völlig wurscht geworden. Ja. Das heißt, es geht nach einem Boss Hoss Konzert extrem ab? Es geht direkt in den Bus mit einem guten Buch und einem Salat und dann schlafen wir uns teilweise ein. Bücher über Salate. Sowas. Sehr gut, ja. Vielleicht mal noch ein Bierchen am Wochenende. Nein. Ja. Zusammen aber, ne? Du, ich meine, mit dieser Cowboy-Geschichte, du kommst aus Ost-Berlin. Ja. Da ist das ja klar, weil du konntest ja nicht raus. Richtig. Du hast dich als... Immer nur, weißt du, immer nur Jugoslawien, den Winnetou, das hat ja... Ja, richtig, ja.
Aber war du als alter, als Westler, ich meine, du kommst aus, wo ist das, Baden-Württemberg oder was? Heidenheim an der Brenz, Baden-Württemberg, ja. Ich meine, Heidenheim an der Brenz ist ja quasi Chicago, ne? Das ist, bei Heidenheim gibt es einen Ort, der heißt Gingen, und da ist die, die Kriminalitätsrate höher als in Chicago. Wirklich? Na. Ja, wie geil ist das denn? Die Bronx von Baden-Württemberg. Ist das in der Nähe 3000 Einwohnern oder so? Ihr kommt doch ursprünglich aus der Werbung auch, oder? Ja. Das heißt, habt ihr das von Anfang an irgendwie so ganz total klug euch überlegt, was ist da, wo ist eine Lücke, wo kann man da reinbrechen? Nee, wir haben wirklich schon so beim Bier angefangen und dann ist eins zum anderen gekommen, und das, was ja daran großen Spaß macht, ist ja bis heute noch so, dass man halt immer weiter spinnen kann und sich neue Sachen überlegt. Und ihr mögt eure eigene Musik auch gerne? Nee. Natürlich. Klar. Das geht uns genauso. Wir hassen unsere Witze auch total, die wir aufzeigen müssen. Ja, okay. Ihr guckt ja eure Sendung auch nicht, habt ihr gesagt. Nee, ich habe keinen Fernseher. Hört ihr Musik privat? Nee. Es ist so over, ist Musik. So langweilig. Es ist so 1980. Aber warum ist eigentlich so, dass der Boss-Hoss besteht doch aus 7 Leuten? Ja. Warum seid immer nur ihr zwei zu sehen? Ja, das ist komisch, finde ich auch. Nicht immer nur. Na, also, komm. Haben die anderen Sprachstörungen? Nein, das ist doch so. Naja, kann ja sein. Der Boss-Hoss sind die beiden. Ja, weiß eh, so schreckliche Ausschläge oder das so. Kommt das und Hoss, ne? Kommt natürlich jetzt extrem durch Voice irgendwie, durch unsere Tätigkeit da als Jurorin quasi. Ja, aber schon da hätte man ja alle 7 nehmen können, auch theoretisch. Den das Doppelstuhl. Auch ganz gut, ne? Ja, so ein Riesensofa, was sich dreht. Irgendwie. Naja, so. Wir haben zu zweit angefangen. Wir haben das Baby geboren und auf die Welt gebracht und erstmal zelebriert ein halbes Jahr, ein Jahr, bevor wir dann gesagt haben, lass uns das Ding auf die Bühne bringen. Und dann haben wir die Band um uns geschart. Seitdem sind wir eisern zu 7 unterwegs, sogar zu 10 mittlerweile. Achso, weil Bläser auch noch dazu. Bläser, sind. 3 Bläser haben wir noch, 3-mal gebläst. Aber das heißt, musikalischer Kopf und Lyric-Kopf ist halt auch ihr beide. Oder was, ihr schreibt die... Er schreibt. Und du? Ich male. Er schreit. Nee, wir du bemalst dich selbst vor allem. Ja, ich bemale mich auch selbst, wenn es mir langweilig Artwork. Ist. Er hat du machst das alles? Die Art-Direktion auf Boss. Das Design? Ja. Das hat sich so von Anfang an ergeben, dass Sascha damals, als wir anfingen, nach Feierabend irgendwie die ersten Songs einzuzocken, schon sein Dachbodenstudio damals hatte und dann irgendwie anrief und sagt, komm vorbei, es ist geil geworden. Und bring Cover mit. Bring ein Cover mit, genau. Nee, und ich mache halt dann die ganzen Grafiksachen und so. Wunderbar. Und die anderen 5 aus der Band, beziehungsweise jetzt die anderen 7. Die trinken Boss aus Bier. Und sind auch nicht eifersüchtig auf den Erfolg, den ihr habt? Nein, wetten. Als Voice losging, war das nicht so ganz so einfach, weil es natürlich dann schon so von der Wahrnehmung auf einmal der Fokus sehr auf uns beiden war und die anderen schon meinten so, was mit uns und so, ne? Ja, eben. Aber das hat sich jetzt gut wieder in die Balance gebracht und. Ja, aber es ist schon ärgerlich, wenn du immer zu 7 auf der Bühne bist und immer 2 kriegen die Unterhosen. Achso. Nehmt ihr dann manchmal, wenn ihr bei Voice of Germany Leute gut fandet, auf Tour mit dann, weil sie gut singen können? Nee. Oder ist das egal, dass sie gut singen können? Das trennen wir einfach. Also, das für eine Frage ist. Boss-Hoss als Band ist schon eigenständig und das, was wir da gemacht haben im Fernsehen, ist halt die Fernsehshow. Ist es so, dass wenn du einen Menschen gut findest auf der Straße, dass der sofort hier moderieren kann? Was sind das für Fragen? Nimmst du den mit? Das ist ja unglaublich. Ich habe dich damals in der Kantine getroffen und gesagt, ehrlich, mach doch mit. Na, komm, du hast ganz, ganz cool souverän bestellt. Noch einen weißen Spritzer, bitte. Komm, sag das nochmal, das klingt total gut. Hilflose Versuche eines Deutschen. Woher kommt der Name Boss Hoss überhaupt? Ist es Hoss, wie ich glaube, Hoss, der Hoss? Von Hoss Cartwright? Werden wir sehr oft gefragt, ist aber nicht so. Es gibt eine Band aus Seattle, die waren sehr aktiv in den 60er Jahren, die heißen The Sonics. Und die haben einen Song, der heißt Boss Hoss. It's a real Boss Hoss. Und was meint der Begriff Boss Hoss? Und da geht es um den Ford Mustang. Aha. Weil nämlich, man kennt ja vielleicht Mustang irgendwie, vorne ist das Pferd drauf, slangmäßig Hoss. Ne? Horse. Und Boss, it's Boss war so... Chefkarre halt, ne? Chefkarre. Also, King of the Road. Also King of the Road, die meisten Pferde stärken und it never lost. Da gab's auch in Ende aber Chefkarre wäre doch auch ein geiler Name gewesen. Ja. Und hier kommt Chefkarre, meine Damen und Herren. Aber dann ist einer Chef und der andere Karre. Ja, das ist so blöd. Das ist nicht so geil. In dem Fall wäre ich Karre. Blöd. Okay. Der Boss Hoss. Aber Chefkarre finde ich irgendwie geil. Chefkarre finde ich auch gut. Ich finde geil, dass wir sie Chefkarre nennen dürfen. Ja.